Tja, wie nennen wir das Video? Oder die Videos? Die Grillshow-Kugel. Hört sich doch gut an. Oder Kugelgrill von der Grillshow? Naja, irgendein Titel wird mir noch einfallen. Habt ihr es mit Sicherheit unten gelesen? Wir? Ich fange jetzt nochmal an mit der oder dem Kugelgrill von der Grillshow. Die haben wir ja da ein bisschen Krempel mit eingepackt. Und da gucken wir jetzt, dass wir ein vernünftiges Untergestell daraus bauen, dass die ja mal genauso richtig geil dran steht wie meine. Und dann hoffen wir, dass die ein paar gute Videos damit rauslunsen. Ja, was habe ich noch zu tun? Ich habe da hinten ein paar neue Stühle gekriegt. Ja, die muss ich noch ein bisschen nachschleifen, streichen, pinseln. Und dann hoffe ich, dass ich die restlichen auch noch bekomme. Die hat mir mein Bruder gebaut. Arcado-Mat-Videos sind ja jetzt durch. Konzentrieren wir uns auf die Weberkugel, damit ich dann endlich noch meine anderen Arbeiten machen kann. Weil, Leute, ich habe so viel zu tun. Meine Fresse. Aber genug gejammert. Schauen wir uns an, was sie mir da alles eingepackt haben. So, aus dem Geraffel soll ich jetzt hier ein Untergestell bauen. Dann werden wir das probieren. Entsprechend ja, kürzen oder verlängern. Schauen wir mal. Oh, erst einmal schauen hier, Cam. Ja, wie wir die hier unten hin machen. Eventuell bloß festbraten. Irgendwie sowas in der Richtung. Mal gucken. Da fliegt schon wieder alles durch die Gegend. Naja, irgendwas werde ich mir hier schon einfallen lassen. Und zwar so, dass das perfekt steht. Aber ich glaube, das brauche ich jetzt erst eine Weile. Jetzt muss ich mir erstmal Gedanken machen drüber. Das Auffangteil sollte ich ja eventuell auch wieder unten rein basteln. Wo ist der Griff hin? Warum ist da kein Griff dran? Leute, meine Fresse. Mal dabei. Ja, die Flügel schaben ja noch ganz gut. Sollten wir vielleicht bloß einmal gescheit sauber machen. Naja. Boah, jetzt hole ich mir erst einmal was, wo ich das Ding draufstellen kann. Und dann mache ich mir Gedanken. Dann mache ich. Da ist er ja. Da ist er ja, der Griff. Ja, und dann mache ich mir erstmal Gedanken, wie ich das Ganze konstruiere. Und messe mal nach, wie hoch meine Kugel geworden ist. Und dann sehen wir schon, ob wir das so wie es ist verwenden können. Bloß eventuell ein bisschen kürzen. Oder ob ich mir dazu noch Rohrmaterial bestellen muss. Gut. Also meine Kugel steht jetzt von der Kante unten bis oben, ja, also umgedreht ca. 90 vom Boden weg. Das ist, oder 87, 88, ist eigentlich eine gute Höhe, auch für die Feuerplatte. Und der Johnny ist ja eh so ein Lulatsch,
Der wäre das jetzt mal verdammt blöd, wenn das Ganze dann bloß 80 hoch wäre, wenn überhaupt. Nee. Johnny, ich muss dich enttäuschen. Das Zeug kann ich maximal für die Streben zwischendrin vielleicht verwenden, wenn überhaupt. Ich werde Rohre bestellen, Rohrmaterial. Du hast ja gesagt, du kommst für die Umkosten auf. Aber keine Panik, so teuer wird es nicht werden. Und ja, wenn ich das Rohrmaterial da habe, geht es dann mit der Kugel weiter. Ich denke, das wird auch noch diese Woche sein, eventuell. Ich vermesse das jetzt. Ach Leute, gehen wir einfach zum anderen Grill hinaus. Also wie gesagt, Johnnys Kugel wird dann ungefähr genauso aussehen wie die. Außer den Aschefangbehälter, da hat er ja die Schale unten drin, die werde ich da wieder neibraten. Aber das Gestell hier werde ich dann ungefähr genauso machen. Und ja, wenn man hier schaut, es ist knapp 90 hoch. Und das ist eigentlich eine gute Höhe. Und deswegen werde ich jetzt hier die dicken Rohre bestellen. Ja, das kleine Material schneide ich vielleicht aus dem anderen raus. Schauen wir mal. Ich messe mal jetzt den ganzen Käsekuchen hier aus, was ich da für Material gehabt habe. Und dann bestelle ich das. Und dann geht es mit den Videos hier weiter. Mit der Weberkugel von der Grillshow. Okay Leute, dann beende ich jetzt dieses Video hier schon wieder. Hilft nichts. Bevor man das jetzt auf der Platte einschimmelt, hau ich es einfach raus. Ist zwar jetzt bloß ein Kurzvideo, aber der Anfang ist gemacht. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski. Und dann kommt unser wunderbares, im Bacon gewickeltes, gewämstes Filet.